Ja, Metal, liebe Haterschaft. Und herzlich willkommen auf meinem kleinen Anti-Mobbing-Kanal. Ja, ich habe so lange auf Vlog Nummer 5 gewartet. Der kam bis jetzt aber nicht. Vielleicht ist auch die Vlog-Offensive schon wieder vorbei. Wir werden es beobachten. Nichtsdestotrotz gucken wir uns heute Vlog Nummer 4 an und die Zusammenfassung von seinem Frühstücksstream heute Morgen. Das ist erstmal mein Plan bis hierhin. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Alexa, stopp. Warum? Also das Video geht jetzt 3 Sekunden, ne? Kann man diesen Aufnahmeknopf nicht 3 Sekunden später drücken? Warum muss man das im Video haben? Ich verstehe es nicht. So, Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen. Ja, Metal-Reiter. Du hast da Dreck im Gesicht. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich wollte es dir mal gesagt haben. Aber anscheinend hast du es schon selbst mitbekommen. Mich gestern ordentlich abgeschminkt. Ich bin jetzt erst aufgestanden. Ich habe mich, tut mir leid, wenn ich so oft stoppen muss, ich habe mich gestern nicht ordentlich abgeschminkt. Ja, scheiß doch ein. Du hast in deinem Wichs-Dattelspiel Gammel-Arbeitszimmer hast du ein fucking Waschbecken. Ne? Da kannst du dir die Fräse waschen, bevor du ins Bett gehst, Reiter. Also ich kann mir vorstellen, dass er das einfach nur im T-Shirt abgeschmiert hat und der Rest jetzt im Kissen klebt. Neben vielen anderen widerlichen Flüssigkeiten. Und sowas. Ich trage gerade noch nicht mal eine Hose. So. Ja, Reiner, es interessiert uns erstmal soweit nicht, wenn du uns das nicht wieder versehentlich oder absichtlich zeigst. Ich war jetzt gerade nur kurz auf dem Klo und kurz kacken gewesen. Ja, mein heutiger Tagesplan sieht wie folgt aus. Ich werde mich aufs Sofa setzen und das war's. Ja, also das gleiche wie jeden Tag. Nein, natürlich nicht. Nee, wir haben jetzt... Natürlich nicht. Nein, Reine. Willst du heute mal tatsächlich irgendwas machen? Ich glaube, du wirst trotzdem nur den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen. So wie angekündigt. Alexi, wie spät ist es? Was? Diese Fresse? Was soll denn das immer? Es mag sein, dass ich gerade wieder ein bisschen extra matt bin. Aber warum macht... Ich meine, Reine, du bist hässlich wie die Nacht, ne? Und warum muss man denn die Fresse noch so verziehen? Das ist auch nicht witzig. Es ist einfach nur, du siehst einfach nur noch bescheuerter aus. 10.25 Uhr haben wir. Hat sie drüben jetzt gerade gesagt, warum auch immer. Ja, das hört mir nicht. Genau. Ich werde jetzt gleich frühstücken. Werde dann jetzt gleich. Ne. Er ist 5 Schritte gegangen. Achtet mal drauf, wie er wirklich im Arsch ist. Also er ist am Pumpen. Einen Stream für euch machen dabei. Wahrscheinlich ein bisschen labern während ich frühstücke. Vielleicht schaue ich mir nebenbei ein Let's Play an. Und anschließend werde ich dann vielleicht noch ein bisschen gamen. Im Garten mache ich heute vielleicht was. Das weiß ich jetzt noch. Also höchstwahrscheinlich nicht. Sag doch, du wirst nichts machen. Im Moment ist die Sache die, es hat so ein kleiner Pisser. Guckt euch mal diese verschwitzten Diabetes-Äuglein an. Also Reiner, es wird echt Zeit, dass du zum Arzt gehst. Ich weiß, du hast keine Krankenversicherung mehr, aber ich glaube, langsam ist echt Gefahr im Verzug. Du kriegst keine Luft mehr, man, deine Augen, wie sieht das aus? Reiner, du bist halt im Arsch, dein Körper sagt Metal off. Bruder ist heute auf mein Grundstück geschmissen, vor 3 Tagen oder so. Und es zockt. Buttersäure! Ja, das ist natürlich unhöflich. Aber ich glaube, das riecht jetzt auch nicht viel schlimmer als sonst da. Zeug stinkt bestialisch. Und nicht nur das. Sondern auch du. Es ist auch noch giftig. Also das ist doppelte Scheiße. Deswegen bin ich da momentan ein bisschen vorsichtig, wenn ich viel draußen bin. Weil das kann... Ja, ein bisschen vorsichtig. Aber Rainer, was ist denn mit deinen Super-Dorf-Dulli-Abwehrkräften? Sind die dagegen jetzt, also bist du dagegen jetzt nicht immun? Oder liegt es daran, dass du einfach wieder nichts tun willst?
nämlich für die Atemwege und so weiter giftig sein und tödlich nicht, aber das kann wirklich Schäden hinterlassen und deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Gut. Er ist vorsichtig. Er versteckt sich so unter den Müllhaufen und sneakt sich so langsam. Mit so einem, er versteckt sich unter so einem Karton wie Snake. Ansonsten denke ich, war es soweit eigentlich, was ich heute vorhab. Je nachdem, wie es draußen ausschaut. Ich war jetzt noch nicht draußen, wie gesagt, ich habe noch nicht meine Hose an. Jetzt stehe ich hier gerade Ja, das hält dich aber sonst auch nicht davon ab, irgendwie rauszugehen. nur im T-Shirt. Ja, ich weiß, die Vorstellung gefällt keinem von euch. Ja, Rainer, aber warum erzählst du uns das denn fünfmal? Ich meine, das erste Mal hat uns das für nicht interessiert. Ich weiß nicht, was soll uns das jetzt sagen? Das, sollen wir uns jetzt vorstellen, wie du da im Shirt, wo der Bauch unten raushängt und das kleine Pimmelchen, das man nicht mehr sieht? Was soll uns das jetzt das sagen? Was gibt uns jetzt diese Information? Wie dem auch sei, jedenfalls ist es so, dass ich wahrscheinlich hergehen werde und mich darum kümmern werde, dass ich den Garten. Man merkt sogar an der Kamera, wie er wongelt, ne? Oh, guck mal hier. Oh, das zeichnet sich richtig ab, ne? Rainer, solltest das. Du weißt, ich weiß, du bist kein Mensch mehr so. Deine Haut sieht auch schon eigentlich nicht mehr menschlich aus, aber du solltest halt mit der Farbe echt sein lassen. Guck mal. Ne? Nach 3 Tagen mit Farbe siehst du so aus. Ist nicht mehr schön. Erstmal, dass ich erstmal schaue, ob ich den Hof machen kann heute. Na gut, hier riecht man jetzt nichts. Fenster ist ja wie immer gekippt bei mir. Das mache ich auch nur, weil ich weiß, dass es nicht reinzieht. Das habe ich vorgestern mal probiert. Okay. Also im Regelfall ist ja so, dass die Luft von draußen nach drinnen und auch Gerüche reinziehen kann, oder? Also ich meine, ich komme auch vom Land, wenn die Felder gedüngt sind und du hast das Fenster angeklappt, oder gerade gedüngt werden, ja, dann riecht man das schon mal. Also so ein geklapptes Fenster, funktioniert, nicht nur in eine Richtung, funktioniert in beide Richtungen. Genau, die Glasscherben liegen neben mich auch schon wieder. Vor allen Dingen, das fällt mir jetzt erst ein. Ich meine, du hast da jetzt ein Fenster gezeigt, was angeklappt ist, aber was mit den ganzen Fenstern, die sowieso offen sind, weil da keine Scheiben mehr drin sind? Haufen Zeug, naja. Gut, das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Ah ja, falls ihr euch wundert, was das so bimmelt, das ist das Ding oben. Genau. Ach so, genau. Wenn ihr euch wundert, was da so bimmelt, das ist das Ding oben. Genau. Okay, Rainer, wissen wir Bescheid. Ja, damit bin ich erstmal raus für heute. Falls noch irgendwas Interessantes passiert, sage ich euch Bescheid. Ansonsten nicht. Ach so, übrigens, die Ersten regen sich schon wieder darüber auf. Ja, du machst in deinen Vlogs gar nichts Vernünftiges oder machst dir gar nichts. Warum machst du das denn überhaupt? Ja. Kohlen, Junge! Es geht um die Kohlen! Barne müssen her. Barne, Barne und nochmals Barne. Verreck. Verreck. Entschuldigung. Ich mache die Vlogs deswegen, weil sich immer alle aufführen, dass ich meine Sachen nicht durchziehe, was ich gemacht habe oder gesagt habe. Ja, Rainer, wo ist denn Vlog Nummer 5? Ich meine, es kann sein, dass er noch kommt. Wir werden am Ende des Videos nochmal nachsehen, ob was kam. Bis jetzt kam nichts. Der Grund, dass bei mir nicht sonderlich viel passiert, ist natürlich momentan Corona. Natürlich, weil sonst bist du ja, also bist ja ein Mensch, der immer draußen ist, immer unterwegs. Aber auch vor Corona habe ich das nicht wirklich durchgezogen oder durchziehen können. Nur ab und zu mal, wo ich mal kurz einkaufen war in Neustadt, in Nürnberg, in Erlangen oder auch in Ihm geht beim Sprechen die Puste aus, Junge. Bundeskirchen natürlich. Oder halt hier und da mal ein paar Kleinigkeiten unternommen, abends mal ein paar Stunden in die Sauna rennen. Da werde ich euch auch nicht unbedingt mitnehmen. Vor allem darf man da nicht filmen. Ja, leider, ne, Rainer? Da würdest du so gerne filmen. Aber es ist wirklich so. Oh, da war gerade wieder kurz kein Strom in der Rennmühle. Es ist wirklich so, dass ich hier. Schlaganfall. Es ist wirklich so, dass ich hier Ding habe. Entschuldigung, mal gerade Junge, komplett Brain AFK. Gedanken. Es ist halt wirklich so, dass das nicht so einfach ist mit den ganzen Hatern.
Und jetzt muss ich da. Ja, natürlich. Also entweder sind es die Hater oder es ist Corona oder dir ist der Schuh zu eng. Oder irgendwas hast du immer. Wegen Corona natürlich auch nicht. Und im Moment geht's auch. Rainer, alles wird teurer. Nur die Ausreden, die werden billiger. Wenn so gut, man hört es vielleicht an meiner Stimme. Obwohl die nach dem Aufstehen immer ein bisschen kacke ist. Ja, ansonsten danke euch jetzt fürs Zuschauen. Hört sich an wie immer. Wie gesagt, falls noch irgendwas Interessantes passiert, sage ich euch Bescheid. Mhm. Und regt euch von mir aus so ruhig darüber auf, dass die Vlogs so nichtssagend sind. Mache ich. Letzten Endes wollt ihr die Vlogs haben und ich sage euch seit Ewigkeiten, dass in den Vlogs nicht wirklich viel mehr passieren wird. Früher bin ich viel gelaufen, war viel unterwegs. Nee, das ist eine Lüge, Rainer. Du hast mal zwei, drei Drache-Gate-Videos gemacht und das war's auch. Da sind diese großen Lügen-Counter-Dinger her. Aber das kann ich nicht mal machen, aus zwei Gründen oder drei Gründen, die ich gerade aufgezählt habe. Ja, Corona und Hede. Ja, und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Und haut rein. Ciao, ciao. Oh, gar kein Stay True Drachenlord Forevermore? Eine Sache habe ich vergessen. Typisch. Wunder, warum ich heute nicht geschminkt bin. Wie? Er zeigt uns seinen Pickel und fängt an zu grinsen. Ja, Rainer, du kommst langsam in die Pubertät. Ich schon sagte, ne? Ich bin erst aufgestanden. Jetzt inzwischen habe ich eine Hose an, aber auch nur das, weil ich nicht angezogen habe. Ja, deswegen bin ich ja geschminkt. Falls ich heute nochmal weitere Aufnahmen mache, habe ich auf jeden Fall Schminke an. Und wenn ich das streame, gleich auch. Hm. Ja. Man denkt halt auch immer wieder, dieser Mensch kann halt nicht mehr bekloppter aussehen, ne? Und dann kommt er um die Ecke und ja, ihr seht es ja selbst. Mann, 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 Mann. Metal, oder? Servus, ein herzliches... Ja, Metal, Reine. Willkommen ein weiteres Mal an diesem schönen Tag. Also, ich meine, ist jetzt nicht schlimm. Ich möchte es nur mal anmerken. Du hast uns eben schon mal begrüßt, im gleichen Video. Du hast ja, jetzt zwar ein neues Video aufgenommen, aber du hast uns eben schon mal begrüßt. Ja, wenn ich jetzt mir gleich noch ein anderes Video angucke, dann begrüße ich meine Zuschauer ja nicht auch nochmal. Ja, ich habe jetzt gerade beschlossen, dass ich euch noch ein bisschen so ein Auspackding mache, weil ich... Wie kann ein Mensch alleine so ungepflegt aussehen? Der schafft es wirklich jeden Tag, sich selber nochmal zu toppen. Eben was zum Auspacken habe. Eine geile Erklärung. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Warte mal, ich stelle euch mal so rum hin. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es einfach nur Kopfsache, aber ich fühle mich wohler, wenn ich nach links schaue. Beim. Ja, Rainer, weil du immer nach links schaust, wenn du lügst. Machst du tatsächlich. Also macht er tatsächlich. Habt ihr mit Sicherheit auch schon mitbekommen. Das haben schon viele Leute angesprochen. Ich habe es auch schon das ein oder andere Mal bemerkt. Rainer guckt immer nach links, wenn er sich gerade eine Lüge zusammenrendert. Aufnehmen mit der Kamera, ich weiß nicht warum. Vielleicht fühlt es sich einfach angenehm an, ich weiß nicht. So, ich habe wieder einige Sachen von Amazon bekommen. Ein paar Sachen. Na, was ist hier los? So, ich muss ja ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, weil die Seite vom Metal-Archiv abgeschmiert war. Oder beziehungsweise irgendwie hat es da nicht richtig geladen. Mir gewünscht habe, ein paar Sachen, die ich mir nicht gewünscht habe. Zwei habe ich aufgemacht, die werde ich euch aber trotzdem gleich zeigen. Es sind insgesamt 11 Pakete, das ist jetzt aber nur die Deutsche Post gewesen. Und ich habe beschlossen, ich mache euch dann mal wieder im Vlog ein kleines Auspack-Video und dann schauen wir einfach mal, was wir da haben. Ja, und streamen und die Hater labern schon wieder. Und streamen, Hater, hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Und streamen, Hater, ja, Gruß und Kuss geht raus an diesen Ehrenmann, der da gerade vorbeigefahren ist. Hallo, Rainer. Ah, schön. Scheiße. Okay. Eine Sache, die mir momentan sehr wichtig ist, ist meine Schminke. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, dass das hier so der neue Stil sein soll, wie die Zukunft aussieht bei mir. Ja.
Der neue Stil. Tja, jetzt habe ich auch die Federn, die ich von der Wunschliste brauche. Mir fällt gerade auf an dieser Stelle. Ja, geil. Ich sollte definitiv mein Tablet rausholen und am Tablet gleich abkreuzen, was ich nicht mehr benötige. Deswegen gehe ich schnell rein und hole das Tablet. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Tablet hat einen Nachteil. Auch hier, guck mal, das ist ja eine neue Aufnahme. Die hat er ja quasi jetzt an die Aufnahme Nummer 1 angefügt. Was ist bis jetzt passiert? Also ich meine, dieses Ding hätte er ja, oder diese Federn hätte er ja wieder zurück in die Packung packen können. Dann ist der Hater vorbeigefahren, den er mit Sicherheit auch nicht unbedingt im Video haben wollte. Und er hat sein Tablet vergessen. Hätte er nicht jetzt nochmal die Aufnahme starten können? Naja, der Reine halt. Nein. ja. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist bestimmt ein neues Tablet auf dem Wishlist. Im Moment sind es zwei. Hat einen Nachteil bei dem Wetter. Es ist sehr schmutzig. Rainer, dass dein Tablet schmutzig ist, das liegt nicht am Wetter. Wenn man es halt jedes Mal vorher penibel sauber macht. Und deswegen werde ich es jetzt mal eben schnell sauber machen. Ich habe da einen kleinen Trick dafür. Ja, erzähl mal. Das ist allerdings ein ziemlich schlechter Trick. Ja. Ich habe hier einen kleinen Trick, das ist aber ein ziemlich schlechter Trick. Ja, gut. Das geht auch eigentlich mit einem ganz normalen Seifenwasser. Ich nehme dazu einen Leckfinder vom Auto. Ach du liebe Scheiße. Ein ganz besonderes Mikrofasertuch. Besonderes Mikrofasertuch? Das ist ein alter Schlüppi von Rita, Mann. Erzähl mir doch nichts. Ich hab also, das doch gerade gesehen. Ein normales Mikrofasertuch in dem Fall. Ja, stinknormales Mikrofasertuch. Das ist ein alter Schlüpper, Mann. Und wusch da kurz drüber. Warte mal. Da frage ich mich. Warum hat Rainer einen Leckfinder? Kurz trocknen. Voilà. Picobello sauber. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man es jetzt überhaupt gemerkt hat. So. Ob man es gemerkt hat, dass du das gerade gemacht hast? Ja. Hast du uns lang und breit erzählt. Und schon habe ich wieder weggeschmiert, ne? Ach, Rainer. Aber das ist eine Sache, die sehr gut funktioniert. Mhm. Und dieser Leckfinder ist eigentlich für Autoreifen oder für... Nein, für Autoreifen ist Blödsinn. Für Fahrradreifen ist der eigentlich. Oder für Löcher an irgendwelchen Luftschläuchen oder sowas. Oder Wasserschläuchen. Ob der Rainer damit das Leck in der wilden Lisa stopfen oder finden wollte? Man weiß es nicht. So, sag mal. Also beim Auto kann ich es ja durchaus nachvollziehen, aber wenn man jetzt einen Reifen vom Fahrrad hat, den kann man auch einfach in den Wassereimer tauchen. Gut, also wie gesagt, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die Federn. Die sind allerdings kleiner, als ich gedacht hatte, was ein bisschen schade ist, aber ich finde dafür trotzdem... Schade, schade, wieder Scheiße bestellt. Aber haben ja andere bezahlt, ist ja nicht schlimm. Nee. Eine Verwendung, das ist kein Problem. So, Wunschzettel. So, das sind einmal die bunten Federn. Die bunten Federn. Das hier kann ich löschen. Das zeige ich. Einige Leute haben mir geschrieben, ich rauche zu viel. In meinen Videos. Ich muss euch leider enttäuschen, ich rauche auch sehr viel, wenn ich keine Videos aufnehme. Aber ich finde es nicht schlimm. 50 Millionen Raucher können sich nicht irren. Ich gleich, das habe ich schon gelöscht, das habe ich aber jetzt drauf. Hier sind die Federn. Halt, das waren nicht die Federn. Das waren nicht die Federn? Sehr schön. Sehr schön. Okay, die Federn sind gelöscht. Also vielen Dank für die Federn. Die werden ihren Platz in irgendeiner Schanzenecke schon finden. Das war. Machen sich bestimmt gut im Haar. Viel Grüße, Yannick. Ich werde in Zukunft auch die Namen vorlesen von Leuten, die mir solche Sachen schicken, die mir von Leuten geschickt werden, die mich auch unterstützen wollen. Also sprich Sachen, die auf der Wunschliste drauf sind. Also letztes Mal hat er uns auch gesagt, auch wenn die Leute ihn unterstützen wollen, möchte er die nicht
die Namen nicht nennen, weil es könnte ja sein, dass er damit bei den Hatern irgendwie so ein bisschen, ja, anschmiert quasi. Das hier habe ich auch schon aufgemacht. Das habe ich jetzt nicht. Aua. Das habe ich jetzt nicht auf der. Oh, hat ihm der Pickel wehgetan. Liste. Aber kann ich das denn gebrauchen? Ne, es ist so eine Kaffeesahne. Oder halt Kaffeemilch oder wie auch immer. Ist ziemlich von Vorteil, kann ich auf jeden Fall gebrauchen bei meinem Kaffeekonsum. Ja, Rainer, gerade wenn du viel Kaffee trinkst und den Kaffee mit Milch trinkst, was. Also ich bin ja ein Verfechter von schwarzen Kaffee. Aber Rainer, wenn du deinen Kaffee mit Milch trinkst und du sehr viel Kaffee trinkst, wäre es vielleicht von Vorteil, nicht Kaffeesahne mit irgendwie 10 oder 12% Fettanteil zu nehmen, sondern vielleicht so eine 1,5er Milch oder so. Oder vielleicht sogar eine Vollmilch. Ich ziehe zwar nicht Haarmilch vor, aber die kleinen Dinger mag ich tatsächlich sogar ganz gerne. Okay. Ach ja, und Hater-Namen lese ich natürlich auch nicht vor, ne? Ich lese mir das. Okay, aber woher weißt du denn, ob das nur ein Hater war, der nur will, dass du dich blamierst mit deinen Federn auf der Rübe, oder ob das jetzt ein Fan war? Vorher kurz durch, wer mich da gegrüßt hat. Ui. Ein weiterer Packen bunter Federn. Vielen Dank erst ein zweites Mal. ja, da lässt die Freude schon langsam nach, ne? Das ist ja dann auch nichts Besonderes mehr. Die ersten fandst du ja schon scheiße, hast du uns ja so ein bisschen durch die Blume gesagt. Weil die sind da viel zu klein. Ja, und auch man muss bemerken, wo gerade die Verpackung davon hingeflogen ist. Ne? Da würde ich auch morgen noch liegen, gehe ich von aus. Deswegen habe ich das jetzt runtergenommen von der Liste, für den Fall, dass sowas nochmal jemand bestellen möchte, dass ich nicht alles doppelt und dreifach habe. So, was ist das hier? Erdnussberge. Ja. Der Dankbarkeitslord. Vielen Dank dafür. War nichts von meiner Liste. Ist aber auch irgendwie. War nichts Teures von meiner Liste. Also behalt deinen Scheiß. Irgendwie, Ich mag eigentlich kaum Erdnüsse. Ich esse Erdnüsse eigentlich nur einmal alle paar Jahre. Ja, schön, dass du jetzt einen Vorrat hast, wo du ein ganzes afrikanisches Dorf mit ernähren kannst. Und jetzt, weil ich das auf der Wunschliste hatte, gehen die Hater wieder alle ab. Erdnüsse. So, nächstes Paket. Rainer, ich weiß ja, dass du sehr gerne Erdnussbutter magst. Wenn du schlau gewesen wärst, hättest du die ganzen, er hat ja viele Erdnüsse zurückgehen lassen. Viele hier 5-Kilo-Packungen und so. Wenn er schlau gewesen wäre, hätte er sich einfach noch so eine Erdnussbuttermaschine auf die Wishlist gepackt. Ja, die kostet, glaube ich, gar nicht so viel, die günstigen davon, auch irgendwas um die 30 Euro. Da schützt du irgendwie oben die, ich habe mir das so nebenbei angeguckt. Da schützt du oben halt die Erdnüsse rein und unten ja, kommt dann quasi so ziemlich die Erdnussbutter raus. Ach so, bevor ich weitermache, eine Sache noch zwischendurch. Ich habe ja Capri-Sonne auf der Wunschliste und hatte auch vorher schon welche drauf. Nochmal vielen Dank für die Capri-Sonne, die kam jetzt heute an. Die kam neulich an. Ja. Ist auf jeden Fall auch wieder ein ganzer Pack. Vielen Dank also auch an dieser Stelle dafür. Und auch die Gartenschere kam an. Die habe ich jetzt nicht in dem Video gezeigt, aber die ist auch angekommen. Vielen Dank, die konnte ich bereits gut gebrauchen. Als er nichts gemacht hat, konnte er die gut gebrauchen. Er hat sich da seine Zehennägel mitgeschnitten, oder was? So, die werde ich in der Zukunft gut verwenden können. Und jetzt fühle ich mich verarscht, denn ein weiteres Mal bunte Federn. Jetzt habe ich 3 Päckchen bunte Federn, aber ich kriege die. Ja, schöne Scheiße, ne, Rainer? Die schon irgendwie unter. Vielen Dank an dich. Er kriegt die schon irgendwo unter. Was mag in so einer Packung drin sein? In so einer Packung Federn? Er hat ja jetzt von der Wishlist genommen. Ich weiß nicht, ob da eine Anzahl drauf stand. Aber da sind doch bestimmt 150, 200 so eine Federn drin. Wo will er denn damit hin? Wo findet er denn Verwendung dafür? Diese Stelle. Das ist ein bisschen viel gewesen. Viel Vergnügen mit dem Geschenk. Tobias hat mir geschrieben. Vielen Dank an dieser Stelle an den Tobias. Also das mit den Brocken oder wie das da hieß, da wurde der Name auch nicht vorgelesen. Ne? War jetzt automatisch ein Hater, weil das war ja nichts von seiner Wishlist.
So, dann ein Paket habe ich aufgemacht. Das ist, Achtung, Jagd, Lebensgefahr. Eine ja, das ist der größte Blödsinn, Rainer, den du da... Nee, das ist nicht der größte Blödsinn, den du jemals auf die Würfel gestellt hast. Aber es ist halt völlig sinnlos. Ich meine, jetzt wird die Jagd ausgerufen am Altschauerberg. Eine sehr sinnvolle Aktion. Vielleicht wird dann mal ein bisschen das Ganze ernster genommen. Ich weiß nicht, inwieweit mir solche Sachen rechtlich Schutz gewähren. Gar nicht, Rainer. Null. Überhaupt gibt dir das gar keinen Schutz rechtlich. Was denkst du denn, wenn du jetzt dahin ein Schild hinstellst, Vorsicht Jagd, dass du jetzt da rumballern kannst und die Hähne erschießen darfst? Mann, Rainer, wie dumm bist du denn? Das steht doch meistens sogar in der Artikelbeschreibung. Aber ganz ehrlich, heißt natürlich jetzt nicht, dass ich jemanden abmurksen will, der hier rumsteht oder rumrennt, ne? Nee, gar nicht. So, ein Gruß von Felix Weidmannsheil. Die Jagd auf die Hater ist eröffnet. Von. Steht da von oder von. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall an dich. Weiter werde ich nicht vorlesen, aus gutem Grund. So. Weil er keine Lust hat. Das war die andere Sache, die ich bereits von der Liste genommen habe. Danke also an dieser Stelle. So, ich habe jetzt. Ich habe jetzt erweiterte solche dünnen Pakete. Vermutlich sind da, ich gehe mal davon aus, dass da mehrere solche Schilder drin sind. Ich hatte ja auf der Liste mehrere. Also schauen wir einfach mal, was in dem kleinsten drinnen ist. Ja, das ist auch wieder so ein Schild. Vorsicht. Warte. Vorsicht, Rattengift ausgelegt. Hat er jetzt so lange gebraucht, um Rattengift zu lesen, bloß weil er so ein Sticker vor war? Hatte ich das auch auf der Liste? Ich hatte das Schild gesehen, aber habe ich das auf die Liste gesetzt? Ja. Man merkt wieder, es ist halt Rainer völlig scheißegal, was er darauf packt. So, ja, so, er braucht es gar nicht, ne? Er braucht es überhaupt nicht. Aber naja, Hauptsache erstmal raufstellen und die Idioten kaufen halt auch noch. An dieser Stelle wünsche ich mir vom tiefsten Herzen, dass jedem, der ihm halt sowas kauft und irgendwie versucht damit zu unterstützen, oder denkt, er generiert damit Matt, unter Schmerzen der Pimmel abfaulen soll. Hatte ich drauf. Komm aus der Liste. Heute kann ich viel aus der Liste streichen. Ist auch cool. Ein Gruß von Lukas. Vorsicht vor den Drachen. Und den Namen und absichtlich mal wieder Metal falsch geschrieben. Hätte ich also nicht vorlesen sollen. Entweder ich schneide es raus oder ich lasse es drin. Aber Rainer, du hast ja auch heute schon wieder Metal falsch gesagt. Ja? Und was ist mit deinem T-Shirt und deinen Postern, wo Metal-Leute drauf stand? Ja. Wir sehen, wie es weitergeht. Ein weiteres Schild, wie es aussieht. Hoffentlich sind es jetzt vielleicht nicht mal die gleichen Schilder. Obwohl, dann habe ich wenigstens genug. Ah, Achtung, Jagd, noch ein weiteres Mal. Toll. Okay, hier ist kein Zettel mit drinnen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wirklich viermal das gleiche. Ich habe jetzt noch ein zweites solches, aber das scheint was anderes zu sein. Aber das hier könnte wieder dasselbe sein. Achtung, Jagd, Lebensgefahr. Jetzt habe ich das echt dreimal. Krass. Es ist auf jeden Fall jetzt von der Liste gelöscht. Sollte also nicht nochmal zum Kauf kommen. Ja. Mich erinnert das so ein bisschen an dieses, als quasi bei Schreck der Film, da wird ja zum Anfang so ein Haus gezeigt, wo dann so diese Schilder stehen, so hier, Vorsicht, oh, er wirft mit Kot und so. So wird es wahrscheinlich demnächst auch bei ihm aussehen. Überall diese Warnschilder. Weidmanns Heil von der gute Holger. Ach nee. Ach doch, Carmen und Holger, das sind zwei Menschen. Ich dachte jetzt, das ist der Vor- und Nachname, deswegen habe ich es nur überflogen. Also vielen Dank an die Carmen und an den Holger. Dankeschön. Aha, ja. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, Carmen und Holger. So, hatte ich das eigentlich in meinem letzten Video mal gezeigt? Ich glaube, das habe ich nur im Stream gezeigt. Ich habe auch das eine Vogelhäuschen bekommen. Nee, hast du uns gezeigt.
Vielen Dank an dieser Stelle. So, was haben wir denn hier? Oh, geil, richtig geil. Das ist das, was ich mir am meisten erhofft habe, dass ich bekomme. Das sind die Fasanenfedern. Ach du liebe Scheiße. Ein Gruß von Sebastian. Hab leider auch nicht so viel Geld. Was? So viel Geld über. Aber einen Bruder im Geiste unterstütze ich gerne. Bleib dran, mein Bester, von Sebastian. Vielen Dank an den Sebastian. Also Sebastian auch geistig behindert wahrscheinlich. Und jetzt ist das natürlich ausgegangen, weil ich jetzt ja nichts gemacht habe. So, wo sind die Fasanenfedern? Das sind die hier. Oh. Entschuldigung, das war hinter mir die Ding. Auf jeden Fall. Ich bitte um Entschuldigung, das war hinter mir die Ding. Ach so. Na, dann ist ja gut. Richtig, richtig geil. Sau cool. So, und zu guter Letzt noch ein größeres Paket. Normalerweise würde ich das jetzt mit einem Messer aufmachen, ne? Aber ich bin ja ein echter Kerl, ich kriege das auch mit der Hand auf. Meine Damen und Herren, Kinder allen Alters, Sie sehen, einen echten Kerl. Ich muss gerade jetzt einen Krach machen wegen euch. Ja, ich könnte das jetzt auch anders aufreißen, aber dann würde ich hier den ganzen Tisch wackeln. Und das wäre arschlaut. Ja, Rainer, pass mit deiner Kraft auf, dass du nicht noch den Rest von der Scheune einfach einreißt. Versehentlich. Alter, saugeil. Das habe ich mir auch gehofft, weil ich nämlich schon lange mal wieder welche brauchte und immer zu faul bin, mir welche zu kaufen. Und wenn ich dann im Laden bin, vergesse ich es. Ein 6er-Pack Deo. Ein 6er-Pack Deo. Das ist richtig geil. Das kann ich auch gleich mal runternehmen. Warte mal. Welches war denn das jetzt? Das ist das Apollo, ne? Genau, hier, Apollo. So, löschen. Also, jetzt habe ich auch ordentlich Deo. Das ist echt klasse. Ja, jetzt wird sich gar nicht mehr gewaschen. Hier ist... Naja, war ja vorher auch schon nicht. Allerdings auch kein Zettel dabei. Hier ist ein Lieferschein dabei, aber kein Zettel. Sehr gut. Dann weiß ich auf jeden Fall schon mal... Sehr gut. Dann brauchen wir das auch nicht vorlesen. Vielen Dank an alle, die mir jetzt was gegeben haben, was geschickt haben. So, jetzt ist der Lieferschein auch dahin geflogen. Und es ist ein bisschen windig, wie man merkt. Das wird da liegen bleiben. Oder beziehungsweise es wird halt durch die Gegend fliegen, aber er wird es nicht aufheben. Was gebracht haben. Konnte jetzt leider 1, 2, 3... Konnte jetzt 4 Sachen... Nee, 5 Sachen von meiner... 5 Sachen... Nee, 6 Sachen von meiner Wunschliste ballern. Na, Rainer? Wie viel denn noch? Richtig geil. In meinem nächsten Video... Oder in meinem nächsten... Quatsch, wir werden heute vielleicht uns nochmal sehen. Ich weiß nicht, ob mir heute der Hermesbote noch was bringt. Der Hermesbote kommt derzeit fast jeden Tag zu mir. Genauso wie die Deutsche Post, wie der DPD und gelegentlich auch der UPS. Der kommt auch alle paar Tage mal vorbei. Also momentan kriege ich wirklich viele Sachen geschickt. Ich danke euch dafür. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es zeigt mir auch wirklich, dass mich viele unterstützen möchten. Genau das ist es nämlich. Ne? Er merkt halt nicht, okay, die wollen mich fett füttern, okay, die verarschen mich, wenn sie mir jetzt hier andauernd dieses das gleiche Schild hier schicken, ne, weil hier wegen Jagd und so, ne? Nee, für ihn haben das jetzt Fans gemacht. Ne? So. Die Leute mögen ihn. Genau das erreicht ihr damit. So ein... Also, schämt euch dafür. Jeder, dem was geschickt hat, schämt euch. Und auf die Art und Weise kann ich hoffentlich noch einiges und vieles machen für euch. Schauen wir mal, wie die Zukunft... Ja, Rainer, was kannst du denn mit den Sachen, die du jetzt heute bekommen hast, vieles oder einiges für uns machen? Du kannst jetzt für uns die Bilder, diese Schilder, die da sind, die kannst du jetzt da irgendwo rannageln. Das machst du jetzt für uns. Geil. Dann kannst du dir jetzt irgendwelche Federn irgendwo hinstecken.
Das machst du auch für uns. Ja, und was war noch? Ja, das Deo. Gut, wenn die Hater vorbeikommen, dann stinkst du vielleicht nicht mehr ganz so am Tor. Ausgeht und wie die Zukunft verläuft. Ich für meinen Teil möchte ja eigentlich nur meine Videos machen, möchte einfach nur mit meinen Zuschauern chillen, möchte einfach nur mein Leben genießen können und euch hoffentlich dazu bringen, dass ihr ab und zu was zum Lachen habt. Ob es doch mein Aussehen ist oder ob es so irgendwas anderes ist, spielt für mich keine Rolle. Dieser Naja, das ist gerade der Video-Rainer, ne? Der Discord- und Privat-Rainer sieht das ein bisschen anders. Wenn man über ihn lacht, dann ist er aber richtig turned up. ganze Hass um mich herum und gegen mich oder auch für mich oder mit mir oder wie auch immer, geht mir tierisch auf die Nerven. Und ich habe echt kein Interesse daran, in irgendeiner Art und Weise mit irgendjemandem im Krieg zu liegen. Habe ich nie gehabt. Ich will einfach nur mein entspanntes Leben führen, möchte einfach nur mit meinen Freunden was zocken können oder was unterwegs sein können. Natürlich geht es momentan wegen Corona schon zweimal nicht, aber. Ja, einmal wegen Corona und das zweite Mal, weil du keine Freunde hast. Ich habe es heute Morgen schon erklärt. Also ich hätte eigentlich wirklich gerne einfach ein normales Leben. Das kannst du haben, Rainer. Ja, lösch dich auf YouTube, lösch deine Internetaktivitäten und such dir einen Job. Und vielleicht findest du dann auch nochmal hier und da einen Arbeitskollegen, der privat was mit dir machen möchte. Das war sehr unwahrscheinlich, weil du halt trotzdem ein Arschloch bist. Aber vielleicht findest du ja so einen Verwirrten. Und möchte euch aber gleichzeitig auch ein bisschen was zum Lachen bieten. Das war eigentlich so letzten Endes immer ein bisschen die Intention. Als ich angefangen habe mit YouTube, war das genau das, was ich gemacht habe. Und auch das, was ich machen wollte. Mit meinen Freunden ein bisschen rumhängen, mit meinen Arbeitskollegen ein bisschen diesen zum Lachen zu bringen. Hat auch super funktioniert früher. Also, wenn ich mit meinen Freunden rumhänge, muss ich dazu keine YouTube-Videos machen. Bis dann irgendwann die Hater angefangen haben zu kommen und mir auf den Sack zu gehen und Scheiße zu bauen. Und ich weiß. Nee, Rainer, so war es nicht. Es war nämlich so gewesen, dass du gelogen und betrogen hast. Ne? Und dadurch haben Leute dir gesagt, ey, Alter, du lügst gerade, wir merken das. Ja, und hast du gesagt, nein, ich bin ja viel schlauer als alle anderen, ich mache das weiter und ich hab, bin der Psychologie-Lord, ich kann euch alle manipulieren. So, und auch da haben die Leute dir gesagt, Rainer, das funktioniert nicht, wir merken das, was du hier gerade versuchst. Und dann hat er gesagt, ihr seid alle Hater. Und so fing das Ganze an. Und dann kam, traut euch, kommt zu mir. Weiß nicht, was noch alles. Und heutzutage ist es jetzt so, dass es immer schwieriger geworden ist, irgendwas zu erreichen. Weil man letzten Endes den ganzen Tag nichts anderes hat als Hass, der einen entgegenschlägt. Ich meine. Ja, Rainer, wie gesagt, den Hass hast du, das schlägt dir entgegen, weil du so ein riesen Arschloch bist. Hier im Hof riecht es nach Buttersäure, weil ein 15-Jähriger, ich glaube 13 oder 15-Jähriger, ich weiß nicht genau, hat Buttersäure auf meinen Hof geschmissen, hat hier laute Glasscherben hingeschmissen, hat mit Steinen auf mein Auto geschmissen, wo ich ja schon wieder richtig in Rampage-Modus gehen könnte, was ja aber nachvollziehbar sein sollte für jeden, der ein bisschen was für Autos übrig hat. Du meinst die Schrottkiste, die da irgendwo aufgebockt rumsteht? Und da ist einfach so eine Sache, da könnte ich einfach. Natürlich schmeißt man nicht mit Steinen auf Autos, das macht man nicht. Aber Rainer, das ist halt so dieser Broken Window-Effekt, wie Sven immer sagt, ne? Muss sich halt nicht wundern. Richtig ausrasten. Mein ganzes Leben ist eigentlich nur eine einzige Tortur gewesen, von damals bis heute. Ich möchte euch jetzt gar nicht die Ohren voll jammern. Es Dann halt das Maul. ist einfach nur so, ich möchte einfach nichts machen. Ich möchte einfach nur mein Leben führen, möchte niemanden auf die Eier gehen und möchte gleichzeitig, dass niemand mir auf die Eier geht. Wir schauen mal, wie die Zukunft weiter verläuft. Ich werde jetzt noch die Schilder anbringen, werde jetzt noch die Feder ins Haar stecken. Das kann ich eigentlich noch im Video machen. Haar. Das ist doch kein Haar mehr. Das ist doch ein Unfall. Ne? Das ist abstrakte Kunst schon fast. Wobei ich natürlich jetzt gucken muss, ob ich die überhaupt irgendwie festmachen kann. Sind sogar echte Federn, das ist richtig geil. Ja, meinst du, die haben sie irgendwo künstlich hergestellt, oder was? Wenn das Fasanenfedern sind. Ach, falsch rum. Denk mir gerade, hä? Das sieht doch gerade richtig aus, eigentlich.
Rainer, sollte das jetzt gerade wieder lustig sein? Ich schnappe jetzt einfach mal die S. Oh, guck mal hier. Hier. Kam, ich habe ja, ich hab's nicht beobachtet. Kam der Käfer jetzt aus dem Haar gelaufen oder läuft er gerade hinein? Ja. So, das Coole an Fasanenfedern ist, dass sie schön groß und schön lang sind. Ja, Rainer, wie der Luan. Also alles, was du nicht bist. Ja, das gesagt. Nee, also groß bin ich ja, von daher. Ja, 1,85 Meter bist du groß. Nur die Hälfte stimmt. So. Ui, toll, Rainer. Ganz großes Kino. Das Problem ist bei meinen Haaren, es ist eine Katastrophe. Dein ganzer Körper ist eine Katastrophe. Ich glaube, so passt es ganz gut. So, dann schauen wir mal, wie die Zukunft weiterläuft. Ich muss da, ich glaube, ich muss da noch was machen. Das musst du dir halt auch, das musst du auch erstmal hinkriegen, ne? Dass deine Haare so verknotet und verfilzt sind, dass du da einfach irgendwas reinstecken kannst und es stecken bleibt. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich die befestige. Gut. Versuch mal mit Tacker. Ansonsten würde ich euch nach wie vor dann erstmal einen schönen Tag wünschen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie die Zukunft aussieht, wie es weitergeht. Das Coole ist ein Zipbeutel. Hm. Ja, geil, Rainer. Ein Zipbeutel. Für die nächsten Jahre werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Oh, er hat den Käfer gefunden. Ja, mein Hahn verfängt sich immer so einiges. Das sehen wir leider. Jetzt schauen wir einfach mal, wie die nächsten Wochen aussehen und das restliche Jahr. Für dieses Jahr habe ich erstmal, eigentlich habe ich für die nächsten 100 Jahre meine Ruhe, also nicht meine Ruhe, sondern meine ihr wisst schon, was ich meine, ne? Nicht meine Ruhe, sondern... Nee, irgendwie nicht. Meinen... Ich bin genervt von den letzten Jahren. Ja, Rainer, wir auch. Wir werden mal gucken, was in den nächsten Tagen passiert, was noch ankommen wird, was noch erledigt werden muss. Ich bin auf jeden Fall momentan gut dabei, in meinem Hof was zu machen. Ja, zeig uns doch mal, was du wer zwischen Vlog 1 und 4 alles gemacht hast. Kann es vielleicht sein, dass da nichts passiert ist und du uns das deswegen nicht zeigst? Jetzt heute vielleicht nicht mehr unbedingt. Gestern jetzt auch nicht unbedingt. Vorgestern auch nicht. Ja, also eigentlich hat er einmal was gemacht. Anbringen. Passt sogar, dass es mehrere sind. Dann weiß ich, was ich mit den anderen anfange. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich labere euch jetzt noch einen Haufen zu und dann hinterher ist es ein riesiger One-Taker. Aber dann sieht man auch, wie ich eigentlich wirklich bin. Nee, Rainer, so bist du nicht. Du hast dir nicht nur ins Gesicht gemalt, du hast gerade wieder die Maske auf. Ja? Also Leute, man sagt immer, das ist eine Maske, das ist eine Internetmaske. So. Die werden ja nicht umsonst so genannt. Ne? Die tragen in einigen Videos oder in den ersten Videos meistens eine Maske. Und sind in Wahrheit ganz anders. Ja? Aber diese Maske hält bei den meisten Leuten nicht so lange. Bis diese Maske fällt. Und Rainer hat jetzt gerade mal wieder kurz die Maske aufgesetzt und möchte wieder der sympathische Dude sein. Aber ist er eben nicht. Ich bin nämlich immer jemand, der nicht wirklich weiß, was er sagen will. Und dann eigentlich immer nur irgendwelchen Schwachsinn herzählt. Und ja, eigentlich erzählst du generell nur Schwachsinn. Hinterher schneidet er alles zusammen, dass es halbwegs anständig aussieht? Nee. Ist noch nicht passiert. Hat noch nie. Also ich beobachte dich, wie gesagt, seit 2013. Da war noch nie was anständig irgendwie zusammengeschnitten, dass es oder dass irgendwas bei rauskam im Endeffekt. Und dabei kommt letztendlich doch nichts raus. Ja, also für die Zukunft, wir werden sehen, was passieren wird. Und das war's. Eigentlich will ich das Video gar nicht beenden. Aber wir werden... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie bei jedem Video zurzeit das Gefühl, dass es das letzte Video ist.
Na gut. Okay. Ja, Rainer, du kassierst natürlich auch eine Anzeige nach Hanein gerade, ne? Warum könnte das jetzt das letzte, oder warum könnte es jederzeit das letzte Video sein? Ja, da habe ich ja spontan mehrere Theorien im Kopf. Natürlich, was als allen als erstes einfällt, ist natürlich Knaststaffel. Ne? Haben wir schon lange und breit diskutiert. Brauche ich jetzt nichts mehr drüber sagen. Aber vielleicht merkt Rainer auch langsam, dass sein Körper nicht mehr mitmacht. Oder vielleicht war er ja doch mal beim Arzt und hat irgendeine Diagnose bekommen. Vielleicht ist da auch schon ne, der Krebs oder so. Oder natürlich andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir merken ja so, guckt euch seine Augen an. Die sind in den letzten Videos immer so glasig. Das kann nicht gesund sein. Ja, wir haben es vorhin gesehen, 5 Schritte und er ist halt völlig im Arsch, ne? Ja, der Körper sagt irgendwann, ich meine, der Körper ist eine harte Maschine, also ich meine, der menschliche Körper kann richtig eine Menge ab. Aber, ich meine, irgendwann ist Metal off. Naja, oder vielleicht plant er ja auch mal wieder, seinen Tod vorzutäuschen. Denn auch das hat er ja schon getan. Das wissen gar nicht mehr so viele. Das war ist schon eine Weile her. Wisst ihr was? Ich guck mal, ob ich das Video finde. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Tatsächlich. Moment. Ja, das wurde mal auf Rainers Kanal hochgeladen. Hallo zusammen! Dieses Video hier ist der letzte Wunsch von Rainer gewesen. Ich bin ein jahrelanger Freund von ihm, deswegen fällt es mir jetzt auch umso schwerer, dies hier zu machen. Rainer AK Drache hat mich gebeten, dies im Falle seines Ablebens. Im Falle seines Ablebens zu machen, damit seine Zuschauer Bescheid wissen, weswegen keine Videos mehr kommen. Vielleicht haben einige von euch es bereits auf Twitter mitbekommen unter dem Hashtag Rest in Peace Drache. Rippdrache. Rainer ist am 27.12.2015 um etwa 12 Uhr verstorben, also pünktlich zum Mittag. Er hatte Pläne für das neue Jahr. Leider wird es wohl nicht zu erklären sein müssen, was? Leider wird es wohl nicht zu erklären sein müssen, dass er dies nicht umsetzen kann. Ich habe ebenfalls die Möglichkeit, über seinen Twitter-Account zu schreiben. Wo ich es bereits weiter verbreitet habe. Die Gründe seines Ablebens sind momentan noch unbekannt. Drachenlord ist tot. Rippdrache, Rippreiner. Jetzt habe ich ja ein bisschen Pipi in den Augen. Ja, das hat er tatsächlich damals auf seinem Kanal hochgeladen. Und ja, 2 Tage später hat er ein neues Video gemacht und kein Wort darüber verloren. So ist er, unser Reiner. Na gut. Kommen wir mal hier wieder hin zurück. Wie spät haben wir es jetzt? Eine Sekunde. Es ist jetzt
15 Uhr. Es ist jetzt 15 Uhr. Nee, 16 Uhr. Es ist jetzt 15.50 Uhr, wollte ich sagen. Es ist 16 Uhr jetzt. Ich werde jetzt wohl dann hergehen und mir. Oh, schon wieder kurz ein Starrenfall. Ich lasse es jetzt einfach so. Vielleicht wirke ich dadurch ja endlich mal ein bisschen sympathischer. Nee, Rainer. Du wirkst halt noch wieder ein bisschen dullihaftiger. Dullihaftiger. Dullihafter als sonst. Also ich werde jetzt dann auf jeden Fall noch einiges machen. Ich werde, denke ich, auch noch an meinem Game weiterzocken. Wir hatten ja heute ein bisschen gestreamt. Ich hatte mir heute früher keine Schminke drauf gemacht, weil ich da gerade erst aufgestanden bin. Und ja, Rainer, wir wissen, du knallst dir jetzt immer Schminke und übrigens ist der Dreck hier immer noch. Was ist los, Jacke? Bist du schmusig? Ja. Und jetzt bin ich vorhin aufgestanden und nicht genau gewusst, was ich jetzt machen soll, weil Quatsch, jetzt bin ich vorhin aufgestanden. Jetzt habe ich vorhin gestreamt und habe dann die Kamera nicht angehabt, weil ich eigentlich noch duschen wollte. Das war ich jetzt inzwischen. Ich habe mich auch rasiert inzwischen. Mhm. Sieht man vielleicht so heute Morgen. Und morgen wird es dann so sein, dass ich vermutlich wieder ganz normal streame. Heute wird vielleicht noch ein Typ vom Hermes kommen. Den werde ich euch dann noch mit reinpacken, falls da noch was Interessantes dabei ist. Er wird uns den Typ vom Hermes noch mit reinpacken? Wenn wegen nur einem Paket, werde ich jetzt nicht extra in einem Video zeigen, außer es ist vielleicht so, dass in dem Paket irgendwas drinnen ist. Was. Ja, also wegen nur einem Paket macht er doch nicht die Kamera. So dankbar ist er jetzt nicht dafür. Was jetzt auch auf der Liste war, dann kann ich das noch rausnehmen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wie gesagt, falls nichts mehr kommt von mir heute Abend um 19 Uhr ungefähr, werde ich das Video hochladen. Haut rein, euer Drache und eine Ameise rennt auf meiner Linse rum. Jo, Mädel auch. Ciao. So, Leute, ja. Meine Güte, ne? Also tatsächlich, man hat eben schon gedacht, bekloppt, der kann ja nicht mehr aussehen. Doch, er hat es nochmal geschafft. Er hat sich an einem Tag zweimal selbst getoppt. Letzter Abschnitt, jetzt ist gerade der Hermesbote da gewesen und hat mir ein weiteres Paket gebracht damit. Passt perfekt, das ist zum Schminken, auf sowas hier habe ich noch nicht geschaut, beziehungsweise sowas habe ich noch nicht gehabt, aber das ist perfekt. Da sind Farben dabei, Pinsel dabei und Vorlagen dabei. Das sieht auf jeden Fall schon mal saugeil aus, da kann ich auf jeden Fall einiges mitmachen. Ja, wir sind gespannt. Dann schon mal vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Und ich habe jetzt noch eine Sache. Eine Sekunde. Muss ich erst aufmachen. Fast 32 Jahre, ne? Guck die neue. Da sitzt er. Das waren nämlich zwei Pakete, die ich gekriegt habe. Und das zweite Paket ist das hier. Ein weiteres Päckchen mit Federn. Wieder bunte Federn. Zum Glück habe ich die runtergenommen, aber wie gesagt, sowas kann man immer gebrauchen. Ja, scheiße, ne, Renner? Und die Verpackung ist auch gerade wieder in die Schanze geflogen. Zumindest wenn man so ein Freak ist wie ich. Und Freaks. Du bist ein richtiger Freak. Freaks sind ja nicht unbedingt schlecht. So. Ein Gruß von Daniel. Hallo Drache. Viel Vergnügen mit. Mala. Den Federn. Finde deine Idee, ab jetzt offiziell kein Mensch mehr sein, zu sein, recht passend. Also, ist recht passend, weil er vorher auch schon irgendwie nicht als Mensch gesehen wurde. Viel Spaß, bitte erwähne. Was? Bitte erwähnen. Ah ja. Schon. Dann vielen Dank an dieser Stelle und sau coole Sache. Kann ich auf jeden Fall super gebrauchen und ich freue mich da echt drüber. Dankeschön. So, an dieser Stelle kann ich mich jetzt ein für alle Mal verabschieden. Das war jetzt ein langes Video heute. Aber wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich ziehe es gleich direkt auf den Rechner. Wir haben jetzt 17.31 Uhr. Ich denke, vor
Ich denke, vor 18 Uhr, 19 Uhr wird es nicht online kommen. Wahrscheinlich eher 19 Uhr als 18 Uhr. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und ciao, ciao. Ja, das war Vlog Nummer 4. Wir können jetzt noch mal kurz mal auf die Wishlist gucken, da was Neues ist. Ich aktualisiere noch mal. Ja, Bockwürstchen, ne? 5 Stück drinne, 6 Dosen, ja, 30 Bockwürste. Preisauszeichner. Plantet Flohmarkt oder was? Die Armbänder, ich glaube, die wurden noch mal ein bisschen nach oben geschoben. Nicht die Armbänder, die Lederbänder und die Perlen, die wurden noch mal ein Stück nach oben geschoben. Wahrscheinlich soll uns das suggerieren, dass wir das endlich mal zu kaufen haben. Stahlflex-Bremsschläuche und Batterien. Ja. So, ja, ich würde sagen, gucken wir mal rein in heute Morgen in den Frühstücksstream. In die Zusammenfassung. Die geht gar nicht so lange, 10 Minuten. Da ist er, der Battle Lord. Ich weiß nicht, ist euch 9 Uhr bzw. knapp 10 Uhr zu spät für den Frühstücksstream oder ist es in Ordnung? Nö, passt schon, hätte ich Natürlich gesagt. Frühstücksterialien. Natürlich von der guten Jahrmarke. Nougat-Bits. Seine Frühstücks-Cerealien. Also was zum Trinken, Alter. Erstmal Spezialschütten anstatt Milch? Nee, natürlich nicht, um Gottes Willen. Ja, schön Cola-Brause-Gemisch zum Frühstück. Zu meinem Privatleben, was hätte. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass er uns noch gar nicht so lange her, Anfang des Jahres, hat er uns erzählt, dass er kennt seinen Körper sehr gut und er kann sehr schnell abnehmen. Und er wird so ungefähr um die 100 Kilo abnehmen dieses Jahr. Er muss aber aufpassen, dass er dabei nicht magersüchtig wird. Ne? Da hat er so ein bisschen Problem mit. Ansonsten ist es kein Problem für ihn. Überhaupt kein Problem. Und Aktivitäten und so angeht, möchte ich nicht wirklich viel sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, ich knusper nicht so arg ins Mikro. Wie mögt ihr eigentlich eure Cerealien? Am liebsten noch knusprig oder schon wabbelig? Ich persönlich mag sie sowohl wabbelig als auch knusprig, aber ich kenne genug, die mögen es ja nur knusprig. Also die mögen es ja nicht, wenn sie wabbelig sind. Ehrlich gesagt, habe ich sowas schon seit Jahren nicht gegessen. Habe ich auch nicht unbedingt ein Verlangen nach. Ja, die meisten fangen um 8 an zu arbeiten, beziehungsweise mit der Schule an. Passend zum Homeoffice würde ich das für. Für mich ist das so ein Schulding gewesen, so. So vor der Schule noch irgendwie eine Schüssel Cornflakes oder so Quatsch. Gemeinsame Frühstücken eher anbieten. Die Frage ist, also ich habe ja in meinem Leben auch schon was gearbeitet, ne? Auch wenn die Eltern was anderes sagen. Und bei uns war es immer so, dass wir Ich habe in meinem Leben ja auch schon was gearbeitet. um 6 Uhr angefangen haben. So bis, weiß nicht, wie lange haben wir da gearbeitet? 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr und um 9, 9 um 10, zwischen 9 und 10 war so eine kleine Frühstückspause. Was hast du für heute geplant? Wirklich geplant habe ich eigentlich gar nichts. Für heute ist nicht so sonderlich viel geplant. Ich habe gestern noch offscreen ein bisschen in Echo weitergespielt. Ich würde also heute nach dem Frühstücken noch Echo ein bisschen weiterspielen. Das ist aber noch nicht hundertprozentig sicher. Jetzt muss ich mal meine Kopfhörer aufsetzen, sonst kriege ich kein Bild, wenn jemand abonniert. Die Schminke ist mein neuer Stil, sozusagen. Der Like-Button hat da gerade eure Eltern beleidigt, also hau die mal ordentlich die Prügel raus. Irgendwie habt. Okay, Rainer, soll das also uns sagen, dass wenn jemand unsere Eltern beleidigt, zum Beispiel, wenn ich irgendwo nach Bayern fahre, irgendwie da ins Auenland und da an einem Zaun vorbeilaufe und jemand beschimpft meine Mutter als Hure oder mich als Hurensohn, dann kann ich dem halt die Prügel rausschmeißen? Meinst du das damit? Okay, ich merke mir das.
Habe ich viel zu viel zu essen jetzt da. Na, ich kann mir ja Zeit lassen. Ich habe ja keine Eile. Der Like-Button ist genau wie ich. Nichts zu gebrauchen. Ist genau wie ich. Ja. Er macht nichts. Ne? Was soll ich sagen? Ja, er hat viel zu viel zu essen da. Er weiß gar nicht, ob er das schafft. Das Essen muss weggegessen werden. Ja? Das Herausforderung akzeptiert. Der hält was aus. Also neben dem Spiel von Echo spiele ich momentan um die 20, 25 andere Spiele. Da habe mir jetzt gestern auch wieder eins gekauft. Ob ich allerdings welche davon im Stream spiele, das kann ich so jetzt aktuell. Du spielst 20, 25 andere Spiele. Also, ich habe jetzt seinen Gaming-Kanal und auch so nicht so richtig verfolgt im Ende. Aber im Prinzip kann man ja sagen, er hat so vier, fünf Spiele, so hier Tropical Freeze und wie heißt denn das andere hier? Brutal Legend und so. Und das wird ja, und natürlich Zellat. Und das wird ja immer alles so ein bisschen in Schleife gespielt. Wo sind denn die anderen 20 Spiele, die er dann angeblich noch irgendwo hat? Jetzt sagen, keine Ahnung. Was ich gerne mal spielen würde, ist It's Take Two. It's Take Two. Sehr cooles Spiel. Habe ich mit einem sehr guten Freund von mir vor zwei Wochen oder so gespielt. Das macht echt Spaß. Aber Rainers großes Problem, er hat keine Freunde. Und du kannst es nur zu zweit spielen. Aber das muss man leider. It Take Two. Ja, aber das muss man leider zu zweit spielen. Ja, ich habe einen Discord, aber nur noch einen privaten. Wo sind die Federn? Ach, siehst du, die Feder habe ich vergessen. Die Feder vergessen. Uff, gleich ganz anderer Mensch. Wie gesagt, Leute, haut ruhig mal ein wenig auf den Like-Button. Glaubt mir, der will es, der mag das, der steht da drauf. Hast du Kasper-E-Mail schon gelesen? Ja, die typische YouTube-Scheiße, ne? Ey, verprügelt doch mal den Like-Button, ne? Und er sieht sich gerade in der Kamera, ne? Schafft es nicht, mit der Hand wenigstens mal durchs Gesicht zu wischen und den Rest. Ihr seht es gar nicht, nicht gerade. Den Rest der Milch. Wo habe ich es hier? Overlay. So. Ja. Da. Hier. Hier. Die Milch ist schon seit geraumer Zeit da in seinem Gesicht jetzt. Ne? Wissen, Podcast-Angebot mit Gege. Was mit Gag? Gage. Ach so, Gage meint ihr. Ich weiß nichts davon. Ich lese zu Ende. Nach dem Essen werde ich mich über Echo hermachen. Und danach gehe ich offline und mache ein bisschen was im Haus. Okay, viele verstehen jetzt nicht, warum ich das witzig finde. Aber es gab schon mal ein Spiel, das hieß Echo. Da ging es um einen Delfin. Das war damals für ein Sega. Was fürs Master System? Ich habe das Spiel, glaube ich, auch sogar hier. Auf jeden Fall, da spielst du einen Delfin, der andere Delfine retten muss. Das hieß auch Echo. Und wenn Rainer sagt, er muss sich über Echo hermachen, passt das ein bisschen. Ich habe schon tausendmal gesagt, ich richte keine Grüße aus. Wenn ich bei allem anfange, muss ich es bei allen machen. Ich wünsche mir nicht, in einer Wohnung zu wohnen, weil mein Haus viel Arbeit ist. Was ich mir wünschen würde, ist, an einem Ort zu leben, an den keine Hater hinkommen. Rainer, ich habe es in einem der letzten Videos schon gesagt, du wohnst quasi in einer Einraumwohnung, ja, weil der Rest des Hauses unbewohnbar geworden ist. Also für dich würde eine kleine Einraumwohnung völlig ausreichen. Ne, mit so einer kleinen Kochnische, ja, da kannst du halt nicht die ganze Küche quasi so versauen, weil keine Küche da ist. Ein kleines Scheißhaus, brauchst natürlich mit einer Dusche natürlich, ich kenne ja dein Problem, aber im Prinzip würde für dich eine Einraumwohnung reichen. Er musste umziehen. Umziehen würde das Problem nicht lösen. Es würde es nur verlagern. Nein, man kann mich gar nicht besuchen. Wenn du mich besuchst, dann sehe ich dich als jemand, der mein Privatleben nicht respektiert und dementsprechend ein Hater ist. Fragt mich doch nicht solche Sachen, das weiß ich doch nicht. Was weiß ich, was ich in 10 Jahren mache? Nein, man kann mich nicht. Rainer, so wie es momentan aussieht, wirst du in 10 Jahren nicht mehr da sein. Ich drück's mal freundlich aus. Privat kontaktieren.
Außer über meine geschäftliche E-Mail, aber das ist ja nicht privat. Also Seine geschäftliche E-Mail ist übrigens drachenlord1510@gmail.com. Sowas wie in der Wohngruppe habe ich auch kein Interesse eigentlich. Nee, das habe ich nicht. Nein, das wäre für dich das Beste, so eine Wohngruppe. Also ich meine, das wird wahrscheinlich früher oder später so kommen. Ich freue mich halt auch schon auf die Bilder, wenn Rainer das nächste Mal zum Gericht muss und da als Indianer verkleidet auftaucht. Und mit der Gesichtsbemalung und so. Spätestens dann werden die das Ganze dann nochmal extra nachforschen, ob es nicht wirklich für Rainer besser wäre, in ein betreutes Wohnen zu kommen. Und das wäre für ihn vielleicht noch so eine Rettung. Betreutes Wohnen irgendwie mit, ja, mit Betreuer, und die gehen halt mit ihm zusammen einkaufen und sagen, nein, Rainer, das brauchst du jetzt nicht, du brauchst das und das. Ihm das Geld ein bisschen einteilen, so die Stütze, die die dann da bekommen und so. Für Rainer wäre das, ja, das wäre so das, der letzte Anker, der noch irgendwo da ist. Dass er irgendwie vom Staat dann noch so ein bisschen aufgefangen wird. Mitbekommen bei Nordia, aber es wäre nicht die erste Waffe, gegen die ich stehe. Also ich war schon, mittlerweile sind es zwei Leute mit dem Messer gewesen. Hätte er uns gezeigt, er überwacht nämlich alles per Video, das wissen wir. Wenn sowas irgendwann mal passiert wäre, hätte er uns das gezeigt. Er zeigt uns, wenn die Polizei nicht seinen Hof aufräumen will. Dann hätte er uns, was er uns einmal alles erzählt, Messer und Pistole und Steine und Knüppel, hätte er uns alles gezeigt. Einer mit einem Stein, so groß wie meine Faust. Schlagstock, Schusswaffe. Gibt es Drachen-Merch irgendwo zu kaufen? Gab es mal, haben die Hater verkackt. Nee, Rainer, hast du verkackt. Weil dein Passwort Drachenfeuer 1510 war. Und Leute, ich möchte jetzt die ganze Zeit über Hater sprechen. Kevin Walter, ach so. Das haben die Hater auch ordentlich verkackt. Wie gesagt, darüber möchte ich aber nicht reden. Was? Kevin Wolter haben die Hater verkackt? Nee. Wollen wir noch mal ganz kurz da reinhören, was der Kevin dazu zu sagen hatte? Moment. Ja, mal gucken, was der Kevin uns vor der Roomtour noch so erzählt hat. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt und dachten natürlich, ey, der arme Typ, wer und was Rainer Winkler wirklich ist, wurde uns jetzt die letzten Wochen erst bewusst. Weil auch Freunde mich angerufen haben, ey Kevin, bist du komplett bescheuert? Warum fährst du denn dahin und machst ein Interview mit dem? Weißt du, was der alles gesagt und gemacht hat? Habe ich gesagt, ja, aber der hat mir das ja so und so erzählt. Ja, dann hat er dich angelogen. Ja, ist mir jetzt auch alles bewusst. Wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass da so viele Probleme sind, die Rainer selber verursacht hat. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen, die sich auf den Fuß getreten fühlen, entschuldigen, weil wir möchten da wirklich uns nicht parteiisch auf irgendeine Seite stellen. Ich bin absolut kein Mobbing-Experte, das muss ich nochmal betonen. Mobbing ist scheiße, Mobbing darf in unserer Gesellschaft nicht existieren. Aber ob das mit Rainer Winkler wirklich Mobbing ist oder einfach nur Aktion, Reaktion oder vielmehr Reaktion auf die Aktion von Rainer, das ist uns erst die letzten Wochen bewusst geworden. Und genau aus diesem Grund möchte ich... Ja, ich denke, ihr wisst, worauf ich jetzt hinaus wollte. Das haben die Hater verkackt mit Kevin. Kommt bald wieder ein neuer Song. Ich arbeite an einem. Meine Nase ist ein bisschen verstopft, weswegen ich ein bisschen Probleme habe beim Schnaufen. Ich habe auch verdammt oft in der letzten Zeit rechts Nasenbluten. Ich weiß gar nicht warum. Rainer, warum könntest du denn Nasenbluten haben? Jetzt könnte man meinen, hoher Blutdruck, was natürlich mit hohem Gewicht meistens der Fall ist. Was es wahrscheinlich auch sein wird. Ja, was kann denn sonst noch so ein Zeichen sein, dass, also, wofür kann das noch ein Zeichen sein, wenn man Nasenbluten hat? Vitamin K-Mangel, kommt durch schlechte Ernährung. Vitamin K nimmt man halt durch sowas, Brokkoli, Grünkohl, sowas, nimmt man halt Vitamin K auf. Vitamin K ist halt sehr, sehr wichtig. Das könnte es natürlich sein. Natürlich verstopfte Arterien schon, ne? Ja. Oder Rainer hat einfach zu viel gepopelt. Das kann natürlich auch sein. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Aber wenn man regelmäßig Nasenbluten bekommt, sollte man sich da Gedanken machen.
Machen wir uns nichts vor, das kommt durch den Blutdruck. Also ich meine, ihr merkt, wie er pumpt, er kriegt kaum noch Luft. Merkt man auch in diesem Stream hier oder in dieser Zusammenfassung sehr schön, dass er halt da sitzt und keine Luft bekommt. Ja, es wird der Blutdruck sein. Ja? Und vielleicht eines nicht allzu fernen Tages werden wir mal sehen, wie der Mensch, wollte ich gerade sagen, aber er sieht sich ja nicht als Mensch, wie der Oger hier, ne? Der Ogerianer, der Indie-Oger, wie er hier im Stream umkippt. Und das Schlimme ist, die Leute werden natürlich dann den Notarzt rufen, weil wir sind zwar Hater, aber wir sind halt auch wir sind ja auch nicht unbedingt daran interessiert, ihn umzubringen oder beziehungsweise, dass er stirbt. Da wird es viele Leute geben, die da den Notruf rufen und keiner wird es glauben. Ich bin normalerweise niemand, der groß Nasenbluten hat. Ich weiß nicht, soll ich die Facecam anlassen? Ich kann sie anlassen, ne? Eigentlich. Jetzt sehen wir ihn wieder nicht mehr. Oder ich schon, aber ihr nicht. Moment. So ist auch doof. Machen wir hier. Machen wir das mal so. Kleinen Moment, Leute. Ich muss hier gerade nur. Er ist gerade rechts unten in der Ecke und ich versuche ihn da rauszubekommen aus dieser kleinen Ecke. Ja. Rainer, denk doch mal an meinen Overlay. Du kannst dich doch nicht immer unten rechts in die Ecke stecken. Das ist doch scheiße. Jetzt versuche ich das wieder mit dem Groß zu ziehen. So. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ja. Jetzt sehen wir wieder den Rainer. Finde es gut, dass du Atem durchziehst. Klar muss ich atmen. Wenn ich nicht atme, ersticke. Ja, Rainer. Warum braucht Echo den gerade so lange? Das hat er jetzt echt lange gebraucht. At the moment. Ist eine Gamer-Abkürzung. Ach so. Entschuldigung. Glaub mir, ich habe den Frauen genug zu bieten. Okay. Warte, Rainer. Klein Pimmel, den man nicht mehr sieht. Eine verranzte Bude. Abfaulende Beine. Stinkendes Maul, wo die Zähne vergammeln. Oder deine tolle Frisur. Oder deine tolle Gesichtsbemalung. Oder ist das, was du den Frauen zu bieten hast, ein Haufen Schminke? Ich kratze im Gesicht. Ich wieder mit Schimmel. Verreck. Also muss ich alles hier mal ausbuddeln gerade. Hey, ein YouTuber namens Ranger. Okay, wie oft habe ich schon gesagt, dass... der Restream, ja. Grüße geht raus an Ranger. Vielen Dank für deine Arbeit. Fühl dich geküsst. Zunge. Dass er nichts verloren hat. Ich glaube, ich mache die Facecam lieber aus. Jetzt macht er auch noch die Facecam aus. Ich weiß gar nicht, was das zurzeit immer ist. Eigentlich bin ich kein Nasenbluter. Aber er hat schon wieder Nasenbluten, aber er zeigt uns nicht. Was ich jetzt außerdem vorhab. Sekunde. Laut. Das habe ich alles selber ausgebuddelt, aber das hat halt, wie gesagt, leider nicht funktioniert. Hat er gerade von Rudi geredet? Alter, ich habe jetzt gerade nicht richtig zugehört. Aber das ist ein Hai. Was macht denn ein Hai im Süßwasser? Das ist ein Schwarzspitzenriffhai. Ich schaue schon die ganze Zeit im Chat, aber es schreibt keiner mehr was. Ist noch jemand da? Nee, alle gebannt, Rainer. Was meinst du von Tesla? Tesla? Meinst du den Wissenschaftler Tesla? Natürlich meint er nicht Nikolai Tesla. Er meint das Auto, du Idiot. Frage, was halte ich von dem? Krasser Typ halt, ne? Krasser Typ. Krasse Sachen entwickelt. Wobei es da ja Gerüchten zufolge einigen Stress gegeben hat, weil er angeblich eigentlich ein anderes erfunden hat und alles. Er meint, glaube ich, die Automarke. Damit kenne ich mich gar nicht aus. Ehrlich gesagt, habe ich mich bisher noch nur damit beschäftigt. Meine Tante wohnt in Umskirchen. Sie sagt, man hört dein Geschrei bis auf Umskirchen. Tatsächlich habe ich das auch schon von einigen Leuten gehört, ja. Siehst du mal, was ich für ein Organ habe.
Und falls es noch nicht klar war, ja, ich bin stolz drauf. Wer kann schon für 4 Kilometer also, schreien? Er ist stolz darauf, dass er so rumbrüll heult, dass man das da quasi im Nachbarort hört. Da ist er stolz drauf. Ne? Er ist stolz darauf, das Dorf zu terrorisieren. Ist die Stimmung bei dir, Drache? Das kommt drauf an, was du mit Stimmung meinst. Meinst du mein körperliches Wohlbefinden? Nee, Rainer, er meint, wie deine Stimmung ist. Ob deine Stimmung neutral ist oder nicht. Das wollte dieser Mensch fragen. Er wollte nicht wissen, ob du gerade kacken musst. Oder meinst du irgendwas anderes? So was ist bei mir gar nicht tatsächlich. Kannst du mal meine Mails checken? Ich fahre überhaupt nicht in Rewe, ich lass mir liefern. Dafür gibt es Lieferdienste heutzutage. Ich habe eine Bekannte, die hat eine Latexallergie, also ne? Allergie auf, wie sagt man, Gummi. Auf Latex. Tatsächlich so bei uns in der Arbeit damals, wo ich sie kennengelernt habe, einer hergegangen und hat auch tatsächlich die gefragt, was die mit ihrem Freund macht, ob die keine Kondome verwendet. What the fuck? Ja, aber manche Menschen sind echt. Also erstmal ist das natürlich wieder eine Geschichte aus dem Paulanergarten. Und wenn es wirklich passiert sein sollte, kann ich mir vorstellen, welcher von ihren Arbeitskollegen das gefragt hat. Endlos neugierig, das ist unfassbar. Ich würde so viele Dinge gern. Ich würde mir nicht mal die Hälfte davon kriegen. Umso früher du lernst im Leben, dass dein Leben voller Enttäuschungen sein wird, umso besser für dich. Nee. Umso früher du im Leben lernst, dass du für die Sachen, die du gerne haben möchtest, arbeiten musst und dir Mühe geben musst und vielleicht auch die Sachen nicht immer sofort bekommst und sie nicht geschenkt bekommst, umso früher du das lernst, umso besser. Aber nicht, es wird sowieso nichts, also brauchst du es nicht versuchen. Das ist halt der reine Weg. Und ihr seht ja, wo ihn das hingebracht hat. Das Leben interessiert sich nicht dafür, wie alt du bist. Das wird dir trotzdem einen Schlag ins Gesicht geben. Und dabei wird es dir noch richtig frech in die Fresse lachen. So. Nee, Rainer, das ist nur dir passiert, aber weil du halt, ich sag's immer wieder, aber er ist ein Arschloch. Der Grund, warum ich keine Kinder will mehr. Ach, Rainer, der Grund, warum du kein Kind hast, ne, oder keine Kinder willst, ist der Grund, weil du weißt, du kriegst keinen mehr hoch und du weißt, du wirst halt auch nie eine Frau abbekommen. Ist ja nun mal einfach so. In so einer Welt aufzuwachsen. Wenn es Götter geben sollte. Ach du und nicht. Jetzt geht's wieder los mit den Göttern. Dann werden sie sich für uns einen Scheiß interessieren. Hier wird überhaupt nichts philosophiert. Ich habe einfach auf einen Kommentar geantwortet. Ach ja, irgendwelche Leute haben sich übrigens darüber beschwert, dass ich mein Thumbnail irgendwo geklaut habe. Ja, hat er tatsächlich. Aber der Typ, der das. Moment, ich guck mal, ob ich das Bild noch irgendwo finde. So, hier haben wir es. Der Typ hat geschrieben, von dem er das Thumbnail geklaut hat. Ne? Bildmaterial und Logorechte liegen bei den Entwicklern von Eco, die diese zur freien Verwendung auf Presseservern etc. zur Verfügung stellen. Es handelt sich zwar hier um eine Komposition von mir, ich habe also Bild und Logos so zusammengestellt. Aber hier einen Rechtsanspruch meinerseits geltend zu machen, ist eher schwierig. YouTube bietet zudem Tools, um Urheberrechtsansprüche bei Videoinhalten geltend zu machen, nicht aber bei Thumbnails. Ne? Ja, das ist so die Aussage daraus im Großen und Ganzen. Und natürlich hat er keinen Plan vom Drachen gegeben und hat ihn wahrscheinlich auch morgen wieder vergessen. Und ja. Aber darum ging's. Dabei habe ich mir einfach nur irgendwo aus dem Internet ein Thumbnail gezogen. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Irgendwo aus dem Internet ein Thumbnail gezogen. Ja, damals hat auch zufällig das Thumbnail von Gronkh geklaut. Kann ja mal passieren. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist, dem das Thumbnail angeblich gehört. Ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich pups, weil ich... Weil er hatte damit Geld verdient schon. Ne? Das ist ihm ja egal, wer das irgendwo geklaut hat. Ich habe da mir jetzt keinen großen Kopf drum gemacht. Es ist ein Thumbnail, was zu diesem Spiel gehört. Hab gedacht, das ist ein Standard-Thumbnail von dem Spiel selber. Und entsprechend habe ich mich da auch dran gesetzt. Deswegen, ja. Ich habe jetzt. Ja, du hast dich da dran gesetzt, du hast es einfach kopiert. Ne? Ich habe mich an einen Thumbnail dran gesetzt, verstehe ich, okay. Ich habe hier was gescreenshot. Also ich mache es ja so, ich screenshotte halt aus meinen
Videos quasi ein Bild dann, ne? Und nehme das als Thumbnail. So, für unsere Streams bastle ich ja hier und da auch mal ein Thumbnail. So. Da setze ich mich dann dran und bastel verschiedene Sachen dann halt zusammen. Das ist dran setzen. Einfach, ich mache Google auf und klaue irgendwo ein Thumbnail, ist nicht dran setzen. Das ist einfach nur dreist kopiert und geklaut. Thumbnails alle wieder rausgenommen, damit sich hinterher keiner beschweren kann. Du hast einen Ohrwurm von dem Lied Mana, okay. So, wir haben 12, aber wir machen noch eine Stunde. Ich habe euch das ja gewünscht, also machen wir noch eine Stunde. Ja, wer wünscht sich das nicht? Arbeitspulli. Dieses tolle Let's Play sich anzugucken, das wünscht man sich. Abgelegt und endlich entspannt streamen. Oh, kann mir das mal jemand übersetzen? Ich sollte das vielleicht noch klarstellen, ne? Begib dich nicht dem Irrglauben hin, dass ich täglich streame. Ich streame, wenn ich Bock habe. Und das war nie anders. Naja. Außer als du noch auf Yolo gestreamt hast und dann wirklich noch streamen musstest, um Bahne zu kassieren. Da hast du ja einen täglich gestreamt. Wie wär's, wenn ihr euch auf das Spiel konzentriert, anstatt mir immer irgendwelche Fragen zu stellen? Also vor ein paar Minuten hat er sich noch beschwert, dass er ja gerne mit dem Chat reden würde, aber da ja nichts kommt. Und jetzt wird sich wieder beschwert, dass da ihm Fragen gestellt werden im Chat. Auf die ich euch weder eine Antwort geben will, noch eine Antwort habe. Du Drecksviech, erschreck mich doch nicht so, Alter. Hat einen Herzinfarkt gekriegt gerade. Das ist ein Gefummel manchmal, ne? Hast du Lust nochmal GTA zu versuchen? Was heißt zu versuchen? Ich spiele permanent GTA. Ich zock permanent GTA, weiß nicht, wo das Problem liegt. Ich stream es halt nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich in GTA sage. Andreas gesagt hat, das Let's Play ist 5 Jahre alt. Er hat in dem Spiel andauernd die N-Bombe gedroppt. Darum ging's. Schon ein bisschen gruselig, dass hier ein Hai drin rumschwimmt. Ich meine, gut, klar, ne? Er ist gespawnt, aber was ist die Story hinter dem Hai? Wir können uns ja eine Story ausdenken für den Hai. Vielleicht ist es ein letzter Überlebender von Sharknado. Mein Privatleben. Ach, bekloppt bist du, Rainer. Einfach nur bekloppt. Leben heißt so, weil es privat ist. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein, Haunze und tschö tschö. Ja, Metal off. Ja, Leute, bis hierhin kam dann bis jetzt nichts Neues. Ich guck noch mal in die einstiegen Kanäle rein. Steam-Aktivität, 42 Minuten Echo, 6 Stunden, 8 Minuten Sea of Thieves. Hier noch was Neues. Oh, tatsächlich. Wir haben Vlog 5. Ja Mensch, was haben wir für ein Glück? Vlog 5 kam gerade noch. Aber meine Enttäuschung ist ein bisschen groß, weil der geht nur 1 Minute und 19. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Aber schön, dass es noch in der Zeit kam. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Er hat halt immer noch diese Scheiße im Gesicht, ne? Also es sieht mir ein bisschen aus, als wenn ein bisschen heuli-heuli war. Warum ist das hier? Rainer, dein Mascara ist verlaufen. Meine Augen haben heute eine erstaunliche krasse Farbe, finde ich. Nee, Rainer, deine Augen sind erstaunlich glasig, deine kleinen Diabetes-Äuglein. Das ist übel. Meine Schminke verläuft hier schon ein bisschen. Oh, schön. Es wird halt auch immer schlimmer. Ich mach noch mal ein Stückchen zurück. Meine Schminke verläuft hier schon. Guck mal, es wird halt immer schlimmer, ne? Alles schon rot. Oh. Ich hab's ab Vlog 1 schon gesagt, falls ihr euch dran erinnert. Das wird nicht gut ausgehen mit seiner Haut hier. Ein bisschen. Aber ich finde, das passt eigentlich so ganz gut. Ach so, ja. Ja, sieht ja ganz gut aus. Ja. Schön, Rainer. Schön sieht das aus. Auf jeden Fall, heute gibt es halt wirklich viel zu sagen im Vlog. Ich habe jetzt gestreamt bis um 1. Jetzt habe ich gerade zu Mittag gegessen. Jetzt haben wir 14.07 Uhr. Also etwa eine Stunde später. Hab jetzt angefangen, One Piece wieder neu zu schauen. Also wieder von vorne angefangen.
Ja, ich weiß, es ist eine Aufgabe für die nächsten Monate. Aber Wie er den wieder gerupft hat. das passt schon. Darüber hinaus muss ich mal gucken, wie es weiterläuft. Heute werde ich, denke ich, noch ein bisschen Sea of Thieves zocken und noch ein paar andere Games. Mal schauen. Ah, okay. Wir haben ja gerade, ich habe es euch ja gerade vorgelesen. Das haben wir ja gerade gesehen. Das hat er geschafft. Ja. Aber ansonsten anscheinend ja nichts. Und ansonsten danke ich euch schon mal fürs Zuschauen und erst einmal war es das mit dem Vlog. Die Post war heute noch nicht da, der Hermesbote war heute noch nicht da. Vielleicht kommt ja wieder was, vielleicht kriege ich wieder was geschickt. Falls nicht, ja, macht es auch nichts, aber falls ich was bekomme und falls irgendwas Interessantes dabei ist, werde ich es euch zeigen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Drache, haut rein und ciao, ciao. Und ja, ich habe dreckige Fingernägel. Ja, Rainer. Weißt du, was da hilft? Waschen. Ja, was war das jetzt für ein Video, ne? Also, Mädel-Leute, hier ist der Vlog, ich habe gezockt, meine Schminke ist verlaufen. Übrigens, meine Amazon-Wishlist, also, wenn ihr mir was schickt, dann würde ich das auch zeigen. Ist das wieder dieser Psychologie-Lord, der uns damit sagen will, okay, schenkt mir was, damit ich Videos mache? Ja, dann hat er noch einen krassen Joke gemacht. Oh, das ist ja eine Monatsaufgabe hier. Und dann Medal of. Ja. Ja, das war schön. Ja. Ja, schön. Gut, dann haben wir es ja für heute. Liebe Hater-Gemeinde. Ja. Ich fand's eigentlich relativ langweilig heute. Aber da kann man nichts machen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu doll gelangweilt. Ich bedanke mich, wenn ihr euch diesen ganzen Dreck bis hierhin angeguckt habt. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns dann im nächsten Video, spätestens aber am Sonnabend im Stream. Bis dahin, bleibt gesund, lasst knacken. Hakuna Matata. Und Medal of.